UV-Strahlung. Die Sonne wirkt wie ein Magnet. Kaum sind die Tage länger, zieht es die Menschen nach draußen. Die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut lassen uns aufblühen, geben Energie und machen glücklich. Doch das Sonnenlicht hat auch Schattenseiten. Je öfter die Haut der Sonne ausgesetzt ist, desto größer ist das Hautkrebsrisiko. Sonnenlicht ist der Hauptrisikofaktor für Hautkrebs. Dabei steigt das Erkrankungsrisiko nicht erst mit einem Sonnenbrand. Jede Minute, die die Haut der UV-Strahlung ausgesetzt ist, hat Folgen. Die Sonne bringt das Betriebssystem der Hautzellen durcheinander. Funktioniert bei nur einer Zelle der Reparaturmechanismus irgendwann nicht mehr richtig, kann diese mutieren und Hautkrebs entstehen, sagt Dr. Herbert Kirchisch, Dermatologe und stellvertretender Landesvorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Dermatologen, BVDD, Nordrhein. Die Zeit, in der die Haut ungeschützt der Sonne ausgesetzt ist, summiert sich im Laufe des Lebens. Je länger die Gesamtzeit und je intensiver die Sonnenstrahlung ist, desto größer ist das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Sobald die Haut eine leichte Rötung zeigt, ist das ein Warnzeichen. Dann läuft die Abwehr bereits auf Hochtouren. Die Durchblutung verstärkt sich, damit wichtige Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden können und die Erbinformationen der Hautzellen keinen dauerhaften Schaden nehmen. Spätestens wenn sich die Haut rötet, sollte man aus der Sonne gehen, warnt Kirchisch. Generell sollte man seine Haut so wenig wie möglich der Sonne aussetzen. Stundenlanges Brutzeln ist Gift für die Zellen. Kommt es zudem zu einem Sonnenbrand, ist das ein Zeichen einer massiven Hautschädigung durch die Sonne. Und nicht nur das, je mehr Sonnenbrände man erlebt hat, desto mehr Minuten haben sich bereits auf dem kritischen UV-Strahlenkonto angesammelt. Selbst im Schatten füllt sich das Sonnenkonto weiter. Laut dem Hautarzt ist der Mensch auch im Schatten noch etwa 75% der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Sich im Schatten aufzuhalten ist natürlich besser als in der prallen Sonne zu liegen. Einen effektiven UV-Schutz bietet dieser aber nicht, sagt Kirchisch. Der einzige wirksame Sonnenschutz neben dem Meiden von zu viel Sonnenlicht ist laut dem Experten Sonnencreme. Sonnencreme senkt nachweislich das Risiko, an Hautkrebs, vor allem weißen Hautkrebs, zu erkranken. Je höher der Lichtschutzfaktor, desto besser. Idealerweise wählt man einen Schutz mit LSF 50 und höher, so Kirchisch. Was viele nicht wissen, weißer Hautkrebs kommt 4 bis 5 mal häufiger vor als schwarzer Hautkrebs. Ein Arzt untersucht die Leberflecke einer jungen Frau. Symbolbild, Quelle, mgfnutter/imago. Weißer Hautkrebs bildet sich vor allem im Bereich des Gesichts, meist im Bereich der Schläfen und der Stirn. Aufmerksam sollte man werden, wenn eine kleine Hautstelle immer wieder blutet, lässt und einfach nicht abheilt. Auch Juckreiz kann ein Warnzeichen sein. Weißer Hautkrebs ist wie eine Wunde, die sich einfach nicht verschließt, so der Dermatologe. Schwarzer Hautkrebs hingegen ist deutlich unauffälliger. Kaum einer spürt die bösartigen Veränderungen, die mit der dunklen Hautpigmentierung einhergehen. Um Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen, ist der regelmäßige Kontrolltermin beim Hautarzt die zuverlässigste Maßnahme. Schwarzer Hautkrebs ist deshalb so gefährlich, weil er streut. Weißer Hautkrebs hingegen wächst zwar in die Tiefe, bildet aber keine Metastasen, erklärt Kirchisch. Dass Leberflecke, aus denen Haare wachsen, unkritisch seien, ist laut den Experten übrigens ein Mythos. Egal ob mit oder ohne Haar, wer Veränderungen auf der Haut bemerkt, sollte diese immer abklären lassen. Und generell alle 2 Jahre die Hautkrebs-Früherkennungsuntersuchung wahrnehmen, betont Kirchisch. Ansonsten gilt, zu viel Sonne meiden und immer gut eincremen. Versorgen Sie die Haut mit einer ordentlichen Portion Creme. Wie Sonnencreme zu dünn aufgetragen, hat sie nicht die nötige Schutzwirkung. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite. E-I-J-R